Willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Shadow of the Colossus. Ja, im letzten Part, der etwas lang wurde, haben wir, wie der erste Part auch, zwei Gegner besiegt. Also zwei gefunden und besiegt. Ja, der Aggro, der schaut auf unsere... Ja, was ist es? Eine Prinzessin oder einfach... Es wird unsere Jungfrau genannt am Anfang, aber ja, das sei mal so dahingestellt. Ja, und es folgt der nächste Gegner. Der nächste Feind ist... Oha! Ein See und etwas Vogelartiges. Der Vogel, der riesige Vogel. Ich glaube, vogelartige Gegner gibt es nur den einen. Es gibt ja noch andere Gegner, die, glaube ich, ein, zwei oder ein anderes, eine Art, eine Luftschlange. Ich will hier nicht zu viel spoilern, aber ja, ja. Was kommt alles vor? Jetzt will ich kurz mal schauen, wie kann man hier sozusagen beten. Nee, 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 nee. Ah, nicht Aggro. Ach, lass mich das mal sein. Tja, der nächste Gegner wartet auf uns. Und da die Wege von jetzt an länger werden, gibt es halt maximal einen Kampf pro Part, wenn der Weg nicht allzu lang ist. Aber keine Sorge, wir spielen alles durch. Jetzt kurz mal Kamikaze! Autsch! Wie hoch ist das? Ja, ja, normaler Mensch wäre tot. Hier, oh, juckt mich ein bisschen am Fuß. So, ich mach so weiter. Nee, Quatsch. Schwert, zeig mir den Weg. Hinten, es vibriert im Controller. Dann denke ich, es geht diesmal wirklich. Da gingen wir ja hin, das war nichts. Dann versuchen wir es mal links herum. Aggro, wo bist du? Na, komm! Ja, da kommt er. Ich würde sagen, Aggro ist um 100-mal cleverer als Epona aus The Legend of Zelda und Ocarina of Time. Ja, endlich. Bis zuletzt fehlt es noch an meiner Geschicklichkeit. Gut, okay. Oh Mann, das ist nervig. Moment, 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 Moment. Ja, ja, ja. Habe ich das eingestellt überhaupt? Option. Kamera, ja, ja, ja. Vertikal. Vertikal ist oben, unten, umgekehrt. Oder? Und horizontal ist links, rechts. Normal. Hier auch, Kamera. Ja, hier habe ich es normal. Und jetzt habe ich das sicher verbockt, denn ich... Ah, das ist sicher falsch. Noch oben. Ja, genau. Ach. Mann, das so. Ja, so macht man den Part lang, Leute. Okay. Wieder umdrehen. Zurück, zurück. Und falls ihr euch fragt, warum ist die Steuerung so gewöhnungsbedürftig? Ja, das war ja ein PlayStation 2 Game. Und wir zocken natürlich die HD-Variante der PlayStation 3 Kollektion. Ah, geht mal eine PS durch hier. Moment, 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 wo muss ich hier? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Okay, okay, okay. War es da nicht lang? Nee, 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 ja nicht in die Mitte. Nee, was mache ich denn? Hier lang.
Hier lang, genau. Richtig. Und ja, wenn ich denke, oh, wie alles nur geradeaus, so ein bisschen Galopp, Galopp. Täuscht euch nicht. Dieses Spiel ist episch gemacht. Jeder, der es schon mal gespielt hat, weiß das. Und die Zeit, die wir hier galoppieren, ist ja Erholung. Denn während des Bosskampfes, keine Buchstaben vergessen hier, ja, da hat man keine Zeit, um die Umgebung zu begutachten. Aber das wollen wir ja nicht. Hier der Schrein. Hier könnte man beten, aber ich kann nicht mehr erinnern. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie man betet im Spiel. Okay, der. Was sollte eigentlich der Gegner sein? Die große Pfütze. Ja, genau. Ja, genau. Leute, es geht schon gleich los. Gut. Ja, Akko. Ja, du hast wohl Katzengene. Du bist ja eine richtig wasserscheu. Moment, ich muss jetzt doch die Kamera umstellen. Das nervt mich. Kamera umstellen, Kamera zielen. Vertikal ist doch so. Und? Ha, endlich habe ich die Kamera, wie ich sie will. Das ist etwas vom Nervigsten. Und was ich auch noch nicht gezeigt habe, man kann auch tauchen. Wenn ich jetzt auch nicht mehr genau. Doch, mit R. R kann man tauchen und dann soll man schneller unterwegs sein als normal. Gut, wer es glaubt, wird selig. Hier? Nee. Hier? Ja. Ja klar, wir müssen doch hier. Hier? Nee. Oder? Ja? 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 Hier geht's lang. Und wir sind hier drinne. Und wenn die Kamera mitmacht, sehe ich auch irgendwann, wo ich hier nach oben muss. Ja, hier. Ja, Lara Croft. Lässt grüßen. Hehehe. Weitläufiges Areal. Eine große Pfütze. Ging ja schon nach Alsee durch. Okay, wo ist der Gegner? Hello. Oha. Und wir schauen zum Himmel. Und wir erspähen den Vogel. Ja, die Gegner haben offiziell keine Namen. Aber auf Internetseiten haben sie Nicknames. Den Gegner, den wir zum Beispiel besiegt haben mit dem großen Schwert, der heißt Gaius. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, welcher Gegner wie heißt. Gut, der wartet an, der kommt auch nicht, denn wir müssen zu ihm. Upflatsch. Ja, nasse Socken, ahoi. Gut, und diese Pfosten, ja, seht ihr die Plattformen da? Die drei, vier, die sind kampfentscheidend. Ich schwimme mal zu denen hin. Nee, mit R, genau. Tja, zu den Plattformen müssen wir. Und wie es weitergeht, sehen wir gleich. Ja, bei Gaius auf die Plattform. Mann, was habe ich mich da angestellt? Ich brauchte sicher 5, 6 Anläufe, um diese dämliche, ja, Stelle zu überspringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, wir sind hier. Mal schauen, welche Plattform. Ja, es sind drei. Und der Gegner wartet. Und wartet. Und wir müssen ihn zu uns locken. Und wie macht man das? Mit Pfeil und Bogen. Tja, komm nur her, komm nur her. Ha, so geht das. So geht das, mein lieber Scholli. So läuft's. Jetzt weiß
weiß ich nicht mehr, wo der Schwachpunkt ist. Hallo, Kamera. Mach keinen Scheiß hier. Okay. Mal schauen, ob das von YouTube noch gezeigt wird, wenn ich hier fluche. Nee, ich fluche ja nie im Leben. Nee, nee, was denkt ihr? Oh, Mann, was ist denn mit der Kamera los? Ihr habt doch einen... Oh, nee, nee, fall da nicht runter. Ich sag's dir. Wanda, Wanda. Was das überhaupt dein Name ist. Gut, der erste sollte hier... Ist der hier? Nee, Quatsch. Boah. Ja, wann läuft man schon mal auf einem Vogel hin und her, der fliegt? Ja, na, keine zweimal im Leben, außer man spielt dieses Game. Oder schaut das Let's Play, was ich ja zutiefst dankbar bin, immer noch, immer wieder, dass ihr das so schaut, wenn ich da am anderen Tag das betrachte in YouTube, so viele Klicks, ich danke euch natürlich unendlich viele Male, dass... Ja, das gehört dazu, dass ich hier runterfalle. Das ist alles Teil des Plans. Nee, nee, ich muss doch... Nee, was mache ich? Was habe ich diese Kacksteuerung? Oh, Mann, Mann, Mann. Vertikal, horizontal ist... Muss ich doch wieder das? Ist was? War das das? Ja, genau. Deshalb stelle ich mich auch an wie... Abgelaufene Margarine, ich bin hier. Ja. Gut, den Gegner kein einziges Mal gebasht. Macht nix. Der tut mir ja auch sonst schon leid. Wo ist er denn? Wo ist er denn wo? Ja, der dreht das eine Runde. Also du musst mich holen, komm, ich kann nicht fliegen. Hab ich getroffen? Hab ich getroffen? Hab ich getroffen? Du komm mal her. Du komm mal her. Ja, ich habe ihn getroffen. Ich habe... Habt ihr es gehört? Und wenn der getroffen ist, dann holt er raus. Oh, hey, kommst du auf einmal da? Okay. Wenn du willst, habe ich nichts dagegen. Episch. Ich sag nur episch. Da kannst du sagen, was du willst. Das ist ein episches Spiel und ich... Liebe es, ja gut, ich kaufe ja keine Spiele, die ich nicht mag. Weil das eine oder andere Spiel ist mal dabei, aber hey, der macht hier seine Kurven hier. Ja, hier ist. Mann, ich klinge hier wie als Dauerlauf. Nee, fall nicht unter, fall nicht unter, du, das mag ich gar nicht. Huch, schwitzern wie eine Sau hier. Da, tut mir leid, Vögelchen. Oh, der überall. Eine klassische Fassade. Und erholen, ich muss mich erholen. Huch, es ist so anstrengend, dieses Spiel. Nee, Quatsch. Lass das. Lass du das mal sein. Du, ich sag's dir, mir musst du hier nicht... runterwerfen wollen und ihr Seekopf über das zieht Ausdauer ab wie Sau. Hey, der Schwachpunkt ist weg. Was heißt das? Ich suche nach einem neuen Weg. Hey, hörst du mal auf da? Ich will weiter. Wenn du mir hier runter bist, dann gibt's Fleischvogel aller Supreme. Hey, nee. Oh. Du bist so eine Kleine. Oh nee! Oh Mann! Beim zweiten Durchspielen, wenn man so, da hat man einiges mehr an Ausdauer, aber hier, nö, braucht doch kein Mensch. Ich habe jetzt sicher so schnell gequasselt, dass ihr nicht mal was verstanden habt. Aber das nimmt mich eben mit. Ja, da ich bin ja mit Leib und Seele, bin ich da Gamer. Und das ist auch gut so. Aber wie gesagt, bei mehrmaligem Durchspielen, sich beim zweiten schon, dann hat man viel mehr Ausdauer.
Gut. Wo ist er denn? Oh, hey! Der schon mal einen Vogel über sich hat fliegen sehen, der hat doch das gleiche Dach wie ich jetzt. Hey, was? Macht bloß keinen. Eben das. Glaubst du? Was kauft der hier rum? Komm schon, ich habe dich getroffen, sei ehrlich. Nimm es hin wie ein Vogel. Ja, jetzt aber. Kommst du? Kommst du? Kommst du? Oh, ja, genau. Jetzt weiß ich nur nicht mehr auswendig. Muss ich den an beiden Flügeln oder nur... Ja. Ganz sicher. Ganz sicher an beiden Flügeln und am Schwänzchen. Gut. Alles in Ordnung. Alles paletti. Seht ihr das? Seht... Nee, ach, was bin ich denn? Da, jetzt hört's aber auf. Ich stell mich hier an. Das ist... Ja, der kräht aber... bist runtergefallen. Ach ja. Wenn die geschätzten Gegner nicht wären, was wäre man dann im Spiel? Entschuldigung, wenn es gekrost hat, ich muss sich das Mikro neu positionieren, sonst hätte ich da bald reingebissen vor lauter Euphorie. Ja. Gut. Mittlere, gib nur zwei. Mann, wie willst du mich da bashen? Mach keinen Unsinn. Ja, ich hab dich ja an der gepanzerten Stelle getroffen. Jetzt sei nicht so eine Memme, also. Wirklich. Aber es schaut schon imposant aus, oder? Ja, ich find's. Ich find's absolut. Kommst du her? Komm her. Oh. Ja, genau. Und wir sind auch der richtigen. Auch auf der richtigen Seite. Nein, lass das. Lass das. Gut. Du musst nicht fallen. Ach, jetzt bin ich aber der Volldepp. Jetzt bin ich aber der Volldepp. Ich lass los. Wer lässt denn los? Mann, der erste Anlauf so gut gegangen und jetzt stelle ich mich hier an wie... Nee. Leute von heute, ja. Ja, jetzt. Wie fliegst du? Wie fliegt denn der da? Ja, ich will hier absitzen, will nicht. Nee, ich verarsche ihn der. Mann, was war denn? Luft im Hals. Ich verarsche irgendeinen Let's Player, das ist gesund. Und wenn du schon über mich fliegst. Ach komm schon! Geht doch. Habt ihr gesehen, wie der Pfeil abgeprallt ist? So muss das laufen. Oh Mann, das hatten wir auch selten, das Klettern mehr Zeit in Anspruch nimmt als der Gegner und die Suche. Das haben wir ja noch nie. Komm her! Komm her! Und... Ja, falsche Seite, aber... Wir haben ja Zeit! Wir haben ja... Hey, lass nicht los! Wir haben ja Zeit! In time! Nee, ich sing hier keine Lieder. Mann, kletter doch mal rauf! Ja. Ja, mit der hier soll sie eine... Rolli macht, dann macht er seine Rolli. Bitte fall nicht runter, ich bitte dich. Boah, das ist aber nicht so eine fiese Sau. Habt ihr das gesehen? Leute von heute, also wirklich, der macht hier und ich voll die Veräppelung hier. Table Wall. Und... Hat gereicht? Hat
hat's gereicht? Jawoll! Und wie das gereicht hat, jetzt falle ich gleich wieder runter. Ich falle wieder runter. Das war mit Absicht, liebe Leute, denn nee, mit so wenig Energie kann ich mich nicht halten. Aber gut, die Energie ist schon zur Hälfte weg. Und das heißt, es fehlt noch ein Schwachpunkt. Und da der Schwanz des Viehs fast unbeweglich ist, im Gegensatz ja, zu den Flügeln, sollte das leichter werden. Ah, jetzt geht mir noch die Puste. Ach, hör doch auf. Nee, ich bin nicht erkältet. Bin nur traurig. Nee, Quatsch. Ja, der kauft da wieder um. Und tsching. Nix. Tsching. Oh Mann. Tsching. Ich treff nicht. Ich treff nicht. Durch die Wände, ja genau. Zielen kann er aber, durch wen sie schießen, nee. Ja, ach Quatsch. Hör auf, mich zu ver... Mann, habt ihr gesehen, der hat mich voll angestarrt. Oh, du bist da, dich, auf dich. Bleib da stehen, ich habe einen Wurm gefressen vorhin. Ja, komm, komm. Ha! Genau! Wow. Hey, lass das! Lass doch mal gut sein! Du, ich bleib hier, ich bleib hier. Nee, fall nicht! Ich fall schon wieder! Was ist denn los? Oh Mann! Ich stell mich hier an. Leute, wenn ihr schon weggezappt habt, ich kann es euch nicht verübeln. Ich stell mich hier an, als hätte ich... Was hätte ich? Was? Tja, ich klöne hier. Ja, dieses Spiel, ich kann das. Ich bin der Pro-Gamer hier und dann. Bäh. Noch ein bisschen geglitscht. Bist, wo bist? Da bist. Hat's gereicht? Nee. Doch, sollte gereicht haben. Ja, jetzt holt er raus, das ist so episch. Dich mach ich fertig. Jups. Aber ich finde, die Gegner sind schon alle originell und alle super gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne dieses Spiel bei weitem besser als zum Beispiel Ico. Ico finde ich auch. Gutes Spiel, haben mal die Demo gezockt vor 10 Jahren. Und ja, aber es ist quasi das Gegenteil von diesem. Denn es gibt lauter Gegner. Man weiß nie genau, wohin genau. Aber hier sind die Schattenwesen unsere. Ja, Freunde, sie tun einem nicht direkt viel, aber... Aber ja. Ja, was ist dagegen tun? Tut mir leid, aber ich muss dich besiegen. Und besiegt. Und jetzt versäuft der arme Vogel. Ja, das tut mir schon fast leid. Aber er wird ja erlöst durch die Schatten. Und die Schatten sind neben uns beim Aufwachen. Die wir besiegt haben, ihr habt es sicher gemerkt, nach jedem besiegten Gegner ist ein Schatten mehr. Ja, wo ist denn hier der kommende? Oha, da. Seht ihr, die kommen. Die Streifen. Und sie kommen. Oha, hat schon fast was vom Psycho. Das ist der lauernde. Nee, nicht tot, aber... Ja.
Nicht witzig, Leute, lacht nicht. Quatsch. Lacht so viel ihr wollt. Ja, speichern. Was macht ich denn überhaupt? Tio, 4 besiegt, warten noch 12, 11, 16 Gegner sind es, glaube ich. Weiß nicht genau. Gut, der Part ist noch nicht vorbei. Nee, nee, nee. Wir machen keine zwei Gegner, aber der Part ist noch nicht vorbei. Tja, der wäre auch hin. Aber ich finde es nice, dass die Schatten da so neben uns sind und ja, so zusehen und uns nicht angreifen. So, ja, sie nehmen es uns nicht übel und das ist für mich sehr, sehr entscheidend. Denn das sind Tiere, oder? Das, gut, vielleicht große Riesen, aber in erster Linie sehe ich die als Wesen an und Tiere. Und ich persönlich quäle überhaupt nicht gerne Tiere. Also was? Ich quäle, ich mache das ja nicht. Ich quäle keine Tiere. Überhaupt kein Lebewesen. Außer ein Steuereintreiber vielleicht, aber das ist ja, na gut, der gilt er auch als Tier. Nee, Quatsch. Jetzt habe ich nicht gehört, was der sagt. Jetzt habe ich nicht gelesen, was der gesagt hat. Ja, jetzt kommt einer der kleineren Gegner. Das gibt's ja auch. Die wilden, sozusagen. Die wilden Gegner. Was ist denn los mit mir? Ich habe dicke Nase. Und Kamikaze! Autsch. Wobei, wenn ich kein Schrein finde, dann mache ich den eben noch. Aber dann wird es ein massig kurzes Let's Play, dann gibt es nur 7 Parts. Wo geht das hin? Dahin? Ach ja, die Kleinen sind ja versteckt. Die sind in so, ja, Gebilden. Ago. Komm. Komm, komm. Aber bitte ein bisschen Schmackes. Oh ja, ich komm mal, ich hab ja Sonntag. Na? Ja, genau. Argo, du bist ein super Pferd. Und wer bremst? Boah, Vollbremsung. Ein bisschen, ja, loser Stein und er überrennt uns. Ja, es geht geradeaus. Oder? Jo. Hä? Jo. Hey, nochmal, hey, jo. Hey, jo, hey, jo, hey, jo. Gut. Und es ist auch irgendwie immer Tag. Außer, boah, Spoiler, beim letzten Gegner. Aber der ist sowieso eine Sache für sich. Ich weiß auch noch nicht, ob wir den in einem Park schaffen. Den letzten Gegner. Ich meine nicht die Route zu dem, sondern der ist wirklich, ja, ich spoilere hier kurz, er ist wirklich, wo ist er genau? Jetzt weiß ich es nicht mehr, glaube, wenn er ganz oben, nee, glaube ganz unten und das ist eine ziemliche Strecke. Leute von heute, das könnt ihr mir glauben. Aber mit Aqua, kein Problem. Geht hier weiter überhaupt? Schaut nicht so aus. Man. Man, man, man. Dann geht's halt hier lang. Ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Nicht, dass ich hier wieder zu einem Gegner komme, der nur in Schutt und Asche liegt. Nee, nee, das will ich nicht. Oh je, das ist der Wald. Ach, den hasse ich. Da habe ich mich mehr als ein Dutzend Mal verlaufen, ganz ehrlich. Vielleicht schaffe ich es diesmal in einem, aber ich will hier nichts prophezeien. Ich glaube, hier geht's links. Geht's links? Nee, falsch, 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 falsch. Und ihr könnt mich jetzt hier sagen, ja, spring doch ins Wasser, der ist im Wasser. Nee, nee. Der ist nicht da unten. Nee, nee. Glaubt's mir. Ich weiß nur nicht mehr, ist der. Ich glaube, der ist hier durch. Oder?
Ach ja, wenn ich das noch wüsste. Genau. Jetzt hier durch. Geht hier durch? Ich glaube, wir müssen durch den Wald. Könnte es sein, dass wir schon da sind? Könnte das... Nee. Nee. Nee, oder? Bin ich falsch? Ich bin nicht falsch, aber ich bin auch nicht richtig. Argo, komm. Runter. Runter mit dir. Oh Mann. Du hast doch Epona-Gen in dir. Und jetzt hier lang? Ich hätte doch sicher durch den Wald gehen müssen, oder? Nee? Nee? Wo ist... Ach ja! Genau, seht ihr den Eingang? Seht ihr den? Da! Da, das ist der Eingang! Ja! Was haben wir für Zeit? Schaffen wir den bis jetzt noch? Das wäre ja mal eine ganz neue Methode. Nee, ich glaube, den schaffe ich nicht mehr. Dann wird der Part nur wieder überlang und ich will diesen... Ich will ein bisschen Let's Playen, ich will hier massig Parts. Nicht weil ich, ja, darauf stehe, aber das soll doch unterhalten. Sonst könnte ich ja trotz gleichen Let's Test machen, wenn das alles hier schneller ging. Gut, Akku. Bleib nur. Ich gehe zu Fuß. Weiß nicht, ob Pferde hier erlaubt sind, ja, hier geht sowieso. Hier muss ich klettern, hier muss ich springen, hier muss ich alles. Tja, Leute von heute, das hier wird der nächste Part. Ich spring noch hier rauf, bis ich wieder was sehe. Ich sehe sonst schon nichts. Ich habe den Fernseher eingestellt als ganz hell, aber irgendwie sehe ich trotzdem nicht viel. Fackel 2.0. Okay. Ich glaube, wir sind da. Wir sind sogar ziemlich sicher da. Genau. Wir sind da. Ich zeige euch kurz, was als nächstes kommt. Das... Ach nee! Nee, 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 nee! Das ist... Ja, Moment mal. Ja, Moment mal. Ja, genau, das ist kein Kleiner, das ist der Bärtige. Das ist der sogenannte Zwerg. Dem sagen sie der Goblin oder der Zwerg. Ja, genau, das ist der... Den mag ich, den mag ich. Gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch bei YouTube. Bitte abonniert meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und auch vielen Dank für alles weitere in Zukunft. Ich habe hier keine normale Kameraeinstellung. Das ist komisch. Und ja, dann bis zum nächsten Part. Tschüss.